Speditionsbesitzerin Sabrina ist in großer Sorge um ihren Bruder Jens, der mit ihrem Lieferwagen aus noch unbekannten Gründen auf der Autobahn verunglückte. Hallo? Ja. Hi. Was ist passiert? Er reagiert noch? Verkehrsunfall? Ja. Wer sind Sie? Sabrina Schmidt, ich wurde angerufen, mein Bruder, dass der mit meinem Wagen einen Unfall hatte. Können Sie mir sagen, wie es ihm geht? Ist das Ihr Bruder? Das ist mein Bruder. Der heißt also Schmidt mit Nachnamen? Ja, Jens Schmidt. Unser Einsatz heute war ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eigentlich erstmal nichts Außergewöhnliches für die Autobahnpolizei, denn dort wird halt mit höheren Geschwindigkeiten gefahren und leider kommt es da auch öfter zu Verkehrsunfällen, wo Menschen verletzt werden. Trotzdem ist jeder Fall für uns natürlich etwas Besonderes. Wie besonders dieser Fall für uns sein sollte und werden sollte, das fanden wir dann erst heraus. Hallo, können Sie mich hören? Wissen wir noch nicht, das müssen wir klären. Hallo, hallo. Also, genau, somnolent wahrscheinlich. Genau, somnolent. Okay, dann kommen Sie doch einmal mit zu meiner Kollegin. Ich habe die Speditionsfirma vor einigen Jahren übernommen und mittlerweile läuft sie echt gut. Mein Bruder hatte ich damals eingestellt, nachdem seine Frau ihn verlassen hat. Er stand dann ohne alles da, hat ein bisschen finanzielle Unterstützung gebraucht. Als ich jetzt von dem Unfall gehört habe, habe ich mir wahnsinnig Sorgen gemacht. Hallo. Schönen guten Tag. Melissa, was machst du hier? Wer sind Sie? Sabrina Schmidt. Das ist mein Bruder. Ich wurde angerufen, dass mein Bruder hier einen Unfall mit meinem Wagen hatte. Und also ist unser Firmenwagen. Und Ihnen gehört auch Schmidt Logistik? Ja, richtig. Ja, richtig. Also die Frau Gruber, die habe ich gerade hier angetroffen. Und die gibt an, quasi als Beifahrerin in diesem Fahrzeug gesessen zu haben. Wieso warst du mit dabei? Ja, ich wollte ihn nicht alleine fahren lassen. Der war so müde. Wieso fährt Jens noch? Der hat schon längst Feierabend. Ich dachte, er wäre schon längst zu Hause. Also, ich verstehe das jetzt nicht. Wir standen noch im Stau. Wir hatten uns schon gemeldet. Melissa ist in meinem Büro angestellt. Es ist ganz selten, dass sie mal wirklich als Fahrerin unterwegs ist. Eigentlich hätte sie heute auch keine Schicht gehabt. Und auch mein Bruder müsste längst fertig sein. Frau Schmidt, ich muss das mal gerade kurz Revue passieren lassen. Also Sie geben an, die Chefin zu sein. Und als Chefin haben Sie ja normalerweise Ahnung von den Fahrten, die hier so am Tag passieren. Und Sie sagen, dass der Fahrer schon lange hätte zu Hause sein müssen. Genau. Ist de facto hier aber auf der Autobahn angetroffen worden und ist vermutlich, Sie sagen, aber ich verstehe von Müdigkeit nicht. Ist er wohl, genau. Hat diesen Unfall begangen. Er hat schon längst Feierabend gehabt. Viel zu oft und viel zu viel fahren lässt. Bitte? Entschuldige, du weißt ganz genau, dass das nicht stimmt. Wir schieben was erzählst du gerade? Ich verstehe das jetzt gerade wirklich nicht. Es tut mir leid. Ich verstehe es auch also nicht. Ich meine, die letzte Fuhr hätte schon längst ausgeliefert sein sollen, müsste schon eigentlich lange beim Kunden sein. Also in meiner Firma fahren wir eigentlich immer kürzere Strecken. Ich achte extrem auf die Fahrzeiten. Diese Vorwürfe, ich kann sie mir nicht erklären. Die plötzlichen Anschuldigungen gegen Sabrina sind jedoch nicht das einzig Merkwürdige. Auch der Zustand von Bruder Jens gibt Rätsel auf. Der leidet nämlich unter akuten Kreislaufproblemen, die keine Folge des Unfalls oder der mutmaßlichen Übermüdung des Speditionsfahrers sind. Hat er von der anderen Seite irgendwelche Verletzungen oder so? Ich sehe jetzt hier erstmal, ob nichts. Erster Bodycheck ist jetzt soweit auch, nur die Kopfplatzwunde. Okay, alles klar. Wir drehen ihn jetzt, würde ich sagen. Ne? Perfekt. Und dann hast du oben den Oberkörper? Ja, ich hab ihn. Gut, perfekt. So, ich will die Beine nehmen. Warte mal, wir müssen jetzt sehen, dass wir schnellstmöglich rauskommen. Ich noch ein Stück tiefer. Der initiale Zustand unseres Patienten war nicht gut. Also er war sehr bedingt ansprechbar. Zudem hatte er eine maximal erhöhte Herzfrequenz, eine sehr starke Tachykardie. Und ansonsten war es halt primär nicht klar, ob er nicht tatsächlich vital sehr gefährdet ist. Und so haben wir uns dann entschlossen, eine Crashrettung durchzuführen. Das heißt, wir haben keine wirklichen Maßnahmen im PKW oder im LKW gemacht, sondern haben ihn erstmal halt zur Sicherung seiner Vitalfunktion schnellstmöglichst aus dem LKW gerettet. Frau Doktor, brauchst du die Schwester mal? Ja, wenn nicht, die können wir vielleicht irgendwas Frau sagen. Können Sie mal eben kommen, dann können Sie mal eben mit der Frau Doktor sprechen wegen den Vorerkrankungen. Können Sie mir irgendwas über Vorerkrankungen, Medikamente, Allergien, sonst was nee. Sagen? Also Jens ist total gesund. Nichts? Also, der hat seit Jahren keinen Schnupfen mehr mitgemacht. Also der ist, nicht dass ich wüsste, der hat nichts. Wie geht's ihm? Ja, im Moment ist er kreislaufmäßig nicht ganz dabei. Wir müssen jetzt gucken, woran es liegt. Und dann gucken wir, dass wir das schnellstmöglichst wieder hinkriegen. Ja? Wenn der Patient selber nicht ansprechbar ist, machen wir so eine sogenannte Fremdanamnese. Wir befragen Angehörige oder Freunde, die im Umfeld stehen, um halt möglichst schnell möglichst viel über den Patienten zu erfahren. Wenn jetzt natürlich der Patient oder der Angehörige sagt, nö, da ist nichts bekannt, der nimmt keine Medikamente, keine Vorerkrankung, der ist total gesund und wir finden den Patienten in so einem Zustand vor, dann müssen wir tatsächlich wirklich gucken, was ist ursächlich hier für diesen Zustand. Derweil will die Autobahnpolizei klären, wie es zu dem Unfall des Speditionsfahrers überhaupt kam und was es mit dessen Überstunden tatsächlich auf sich hat. Doch dabei kommen nach und nach immer mehr Ungereimtheiten ans Licht.
Also die Frau Gruber ist wohl Angestellte von dieser Firma hier, von Schmidt Logistics, das ist die Chefin. Sie ist wohl als Beifahrerin mitgefahren, der Verletzte wohl als Fahrer. Und anscheinend sind die wohl schon irre lange unterwegs. Jedenfalls ist er völlig übermüdet gewesen und hat dann den LKW in den Graben. Wie haben Sie das denn erlebt, Frau Gruber? Was ist denn da jetzt passiert? Das ging so schnell gerade. Er hat aufgeschrien auf einmal und plötzlich ist er schon gegen die Leitplanke gefahren. Okay, dann sollten wir das vielleicht gleich der Ärztin noch mal sagen, weil deutet ja erstmal auf irgendein Ereignis hin, was plötzlich auftritt. Also richtig, am Steuer einschlafen kann das eigentlich nicht sein. Was ich nur interessant finde, ist, die Chefin gibt an, er hätte normalerweise schon lang zu Hause sein müssen. Und sie gibt an, ja nee, aber wir fahren sowieso viel zu viel und immer zu häufig. Und Lenkzeiten werden permanent überschritten. Das stimmt einfach nicht. Also seine Schicht hätte schon längst zu Ende sein müssen. Die Lieferung ist schon eigentlich längst beim Kunden. Ich weiß nicht, was du da erzählst. Sabrina, ich bitte dich. Du weißt ganz genau, dass wir viel zu viel arbeiten. Frau Schmidt, was soll denn weggebracht worden sein? Was war denn die ursprüngliche Ladung? Die letzte Lieferung dieses Tages müsste Kühlmittel, Kühlakkus gewesen sein. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir doch einfach mal kurzer Dienstweg. Gucken wir doch einfach mal. Sie brauchen gar nicht gucken, wir haben das doch gerade weggebracht. Für Arbeitnehmer spielt das Arbeitszeitgesetz natürlich eine Rolle. Für Lkw-Fahrer, die im Straßenverkehr ja teilweise mit Geschossen von mehr als diesen 7,5 Tonnen unterwegs sind, teilweise 20, 30 Tonner und mehr fahren, ist es umso wichtiger, dass sie ausgeruht sind und dass sie ihre Lenkzeiten nicht überschreiten. Ob das hier bei diesem Fall eine Rolle spielte, musste für uns natürlich auch dementsprechend wichtig sein und überprüft werden. Da darf sonst nichts drauf sein. Nee, eigentlich muss er heute leer sein. Wieso sind hier noch Kisten drin? Ich verstehe das nicht. Kühlmittel steht zumindest drauf. Das muss schon längst beim Kunden sein. Ich kapiere das nicht. 7, 8, 9, 10, 12. Melissa, was soll das? Warum ist die Lieferung noch da? Sabrina, wir standen im Stau und wir mussten vorher eine Pause machen, weil dein Bruder war so müde und so kaputt, weil du dann immer so viel fahren lässt. Bitte? Deswegen bin ich auch mitgekommen, damit er die Fahrt nicht alleine machen muss. Welche Strecke musste ihr Bruder fahren? War der hier im Umkreis unterwegs? Oder war das in der Stadt. Okay. Und wo soll der Stau gewesen sein? Also wir standen minimal 1-2 Stunden im Stau. Auf dieser Autobahn? Ja, natürlich. Hast du da was von gehört? Also wir haben ja auch keine 2-Stunden-Schichten und wir übergeben auch immer. Insofern weiß ich, dass in der vorherigen Schicht und auch in unserer bisherigen Schicht hier nicht ein Stau war, geschweige denn Stau mit 1-2 Stunden Verzögerung. Das würden wir wissen. Ja, das stimmt hinten und vorne nicht, was Sie erzählt. Uns als Autobahnpolizei kann man natürlich schwer erzählen, dass es einen Stau gegeben hat, wenn das überhaupt nicht der Fall war. Denn von wirklich jedem Stau in unserem Gebiet wissen wir letzten Endes auch. Denn da tauschen wir uns auch mit den angrenzenden Polizeiwachen aus. Hat der einen Zustand nach einfacher Übermüdung? Ich kann's. Also wir haben jetzt auch beim Bodycheck nichts weiter feststellen können. Aktuell, wir wollen jetzt nochmal alles aufschneiden, außer die Platzwunde. Ja. Und die Tachykardie. Also die Beifahrerin sagte wohl, er hätte plötzlich aufgeschrien, wäre dann quasi so zusammengesackt und hätte das Fahrzeug in die Seite gelenkt. Das ist weiß nicht. Eigentlich kein. Also Herzinfarkt, Schlaganfall hättet ihr bemerkt, denke ich mal. Ja, nicht zwangsläufig. Es gibt natürlich auch immer irgendwelche atypischen Sachen, da muss man dann in der Klinik gucken. Aber er hat keine Pupillendifferenz, er hat jetzt im EKG keine Auffälligkeiten. Also wie gesagt, vor Ort jetzt hier. Na, außer diese Tachykardie, diesen zu schnellen Herzschlag, ist nichts feststellbar. Also er hat ziemlich Herzrasen irgendwie. Ja, aber das ist ja nicht schon von Übermüdung. Du schreist doch nicht bei Übermüdung. Also was ist denn das für ein Bullshit? Wenn ich übermüdet wäre, wäre ich jetzt schon wach. Wieder. Er hatte bestimmt 20 Espresso getrunken. Bestimmt ist das davor. Er trinkt doch kaum Kaffee. Was erzählst du? Seitdem er bei dir arbeitet, trinkt er Kaffee. Natürlich ist es möglich, wenn man viel Kaffee oder Energy Drinks oder halt hier Espresso konsumiert, dass man Herzrasen bekommt. Jeder Körper reagiert auf jeden Stoff unterschiedlich. Das Koffein kann bei einem mehr oder weniger anschlagen. Ja, da die Schwester hier gesagt hat, er hätte in der Vergangenheit noch nie Kaffee getrunken, halte ich es natürlich auch für möglich, dass diese massiv erhöhte Herzfrequenz an diesem exzessiven Espresso-Konsum liegen könnte. Was tatsächlich aber ursächlich war, das durften wir ja hinterher noch erfahren. Entschuldigung, ich habe hier gerade im Laderaum. Wie sieht das denn aus? Legen Sie die mal bitte am Boden. Also wir transportieren keine Lebensmittel, also
als ob da irgendwas eingepackt wäre. Ist das wie Plastik oder so, wie eine Folie? Das sieht ja aus wie aus dem Frankensteins Labor. Ach du dicker Vater. Was ist das? Ich meine, das müssten wir jetzt noch mal genau betrachten, aber das auf den ersten Blick würde ich jetzt mal sagen, wenn man sowas so einpackt. Wenn man sowas so einpackt, dann wird das seinen Grund haben. Dann soll das wohl nicht unbedingt sofort jeder sehen. Bei der Banane handelt es sich augenscheinlich um ein Versteck. In der Banane fanden wir ein Tütchen mit blauen Pillen. Um was es sich da handelte, mussten wir dann hinterher auf der Wache herausfinden. Der Anfangsverdacht war allerdings erstmal, dass es sich hier um Betäubungsmittel handelt. Grundsätzlich, wenn ich einen Fahrer von einem Lieferwagen habe, dann ist der Fahrer von dem Lieferwagen dafür verantwortlich, was da an Ladung drin ist. Der muss die Ladung entsprechend sichern, der muss wissen, was er dabei hat. Wir haben entsprechende Liste vorne. Wenn Ihre Chefin sagt, Nahrungsmittel gehören nicht zu Ihren Waren, die Sie liefern, dann muss das irgendwas anderes zu bedeuten haben. Ja. Und wenn wir da dann noch sowas finden... Melissa fährt auch nie mit. Also ich verstehe gar nicht, warum sie überhaupt dabei ist. Also eigentlich müsste nur mein Bruder fahren. Wir haben dir nichts davon gesagt, weil du hast keine Schicht und du fährst nicht mit. Wie kommt diese Banane da rein? Das wüsste ich gerne. Bevor ich jetzt den Test machen lasse, was das da eigentlich ist für eine Substanz, und in der Menge ist es eigentlich auch schon fast egal, was es für eine Substanz ist, reicht es auf jeden Fall mal aus, um hier einen Anfangsverdacht zu haben gegen die Personen, die hier mit diesem Fahrzeug unterwegs waren. Und das sind Sie und das ist der Herr Schmidt. Ich würde sagen, wir klären das auf der Wache, oder? Ich meine, wir können ja hier eh nicht viel tun. Der Jens hat damit nichts zu tun. Sabrina, du musst mir glauben, ich habe von einem Freund ein Angebot bekommen, Bananen auszuliefern. Und das haben wir vorher auch gemacht. Und deswegen haben wir die Kühlpads immer noch nicht weggebracht. Aber ich wusste nicht, dass da irgendwas geschmuggelt wird. Ich sehe das zum ersten Mal. Du musst mir das glauben. Sabrina ist fassungslos, dass ihre Mitarbeiterin durch den Schmuggel die Existenz ihrer Spedition aufs Spiel gesetzt hat. Zudem will sie endlich wissen, wer oder was für den Unfall ihres Bruders und dessen immer noch unklaren Zustand verantwortlich ist. Einen möglichen Hinweis hat das Rettungsteam bei der Erstversorgung entdeckt. Eine Sache haben wir wohl hier noch gefunden. Schau mal. Ich weiß nicht, ob das ursächlich ist für das Ganze. Ne, ich meine, er hat geschrien, vielleicht hat ihn was gebissen. Also ich würde jetzt Stich sagen, aber hier sind zwei. Weil wenn das jetzt schon seit ein paar Minuten so schlimm aussieht, dann könnt ihr das auch. Was kann passieren? Los! Lass mich da raus! Schnell! Was haben Sie denn? Was ist denn los? Wenn einer von euch kommt. Soll ich mal aufmachen? Ja, ja. Was ist los? Mein Gott. Was ist denn hier passiert? Los? Was ist denn los? Eine Spinne! Eine Spinne? Die auch eine Spinne gehört? Wo ist denn die Spinne? Im Auto, die war irgendwo im Auto. Eine große. Hier im Polizeiauto? Eine riesengroße Spinne. Aber pass mal, wenn das eine Spinne ist, vielleicht könnte das auch den Spinnenbiss an der Seite, an der Hand sein. Ey, Leute, wollt ihr mich verarschen? Ist hier im Polizeiauto? Nee. Ja, die war da drin, die ist da drin. Ganz sicher. Ist ja an mir vielleicht irgendwo? Okay, wir müssen auf alle Fälle diese Spinne finden, weil die kann höchst gefährlich sein. Meine Herzrasen. Lass mich das mal alleine machen. Ich guck mal, was wir hier im Auto haben. Guck mal. Ja, was sich jetzt herausstellte, war natürlich für den einen oder anderen etwas mehr schockierend. Für mich nicht so wirklich, denn so einige Dinge bin ich von zu Hause aus gewöhnt. Nicht schreiende Frauen unbedingt, aber Spinnen einfangen. Meine Frau hat selber Angst vor Spinnen. In diesem Fall haben wir den Unfallverursacher gefunden, eine giftige Spinne. Sei aber bitte wirklich vorsichtig, gell? Ja, hier vorne sehe ich nichts. Ich habe das Fenster einfach mal zugemacht. Ich guck auch noch mal. Da seht ihr nichts, ja? Thomas, nee, also da hat sich ein bisschen was bewegt, aber ich glaube, das ist es nicht gewesen. So, dann gucken wir mal hier. Oh, Scheiße. Ja, mach die Tür zu, bist du wahnsinnig. Also reinsetzen würde ich mich da jetzt so auch nicht freiwillig. Ich brauche irgendwas, haben wir irgendein Gefäß oder sowas? Ja, irgendwas Tupper-Topf, Butterbrot-Zeugs hier oder sowas. Bei dem Übeltäter handelt es sich wahrscheinlich um eine sogenannte Bananenspinne, die beim Import von Früchten unbeabsichtigt in andere Länder gelangt. In diesem Fall scheint es zudem ein äußerst giftiges Exemplar zu sein. Jetzt gucken wir mal. Tut mir eingefallen, versau die Nummer nicht, sonst muss ich da ran. Da habe ich mal gar keinen Bock drauf. Ja, du kannst schon mal die Knarre ziehen. Dann lass ich das Auto abschleppen, ist mir scheißegal. In Brand setzen, ne? Du setzt unser Auto nicht in Brand. Ich mach das jetzt schon. Ich geh lieber weg. Boah.
Scheiße. So, ich hab sie. Sehr gut. Ist auch ein Deckel schon drauf? Ja, ist auch ein schönes Exemplar. Okay. Auf heiß Wasser drauf. Zeig mal her. Oh, okay, lecker. Ja, Die sieht aber gar nicht so ungefährlich aus, oder? Wollt ihr die vielleicht vorsichtshalber mitnehmen? Gut, also wir sind jetzt zwar kein Zooladen, aber fürs Krankenhaus ist die super. Genau, wegen des Gifts. Weil wenn die wirklich gestochen oder gebissen hat... Ich guck mal, das auch zu ist. Ja. Dann sind jetzt gleich umkippt da drin. Brauchen die auf alle Fälle die Rasse. Die nehmen wir erstmal mit, ja. Für uns war unklar, weshalb es dem Patienten so schlecht ging. Wir haben vermutet, dass es vielleicht ein Stich ist, ein Biss ist. Das hat sich dann mit der Spinne relativ klargestellt, dass es wahrscheinlich diese Spinne gewesen sein müsste. Und das ist auch natürlich wichtig fürs Krankenhaus, um herauszufinden, was es vielleicht für eine Spinne war, was vielleicht für ein Gift ist und wie man dagegen arbeiten kann. Wir haben mit der Leitstelle einmal abgeklärt. Wir haben sie angemeldet, Klinik am Südring geht sie. Wir haben den blinden Passagier einmal jetzt hier entsprechend bei uns vorne gesichert, fährt bei uns im RTW mit und wird dann da auch im Krankenhaus abgeholt. Okay. Das ist ganz wichtig, aber wir müssen halt erstmal gucken, was das für einer ist. Tommy, benimmt sie sich, oder? Ja, ich habe sie jetzt erstmal abgestellt, damit das Glas bloß nicht kaputt geht. Ich glaube, das ist gar nicht mehr so schön. Ja. Auch giftige Spinnen haben Recht auf Leben. Ihr könnt die ja hinterher vielleicht noch weiterverwenden. Wir geben unser Bestes. Wir auf jeden Fall nicht, aber vielleicht andere, ja. So ist es. Letzten Endes stellte sich hier also heraus, dass wir nun den Verursacher des Unfalls hatten. Hier schien also diese Spinne sich auf der Bananenladung befunden zu haben und hatte den Fahrer gebissen. Dieser hatte dementsprechend Schmerzen und hat sich auch erschrocken. Dann kam hinzu die Wirkung des Giftes, denn diese kleine Spinne ist doch verdammt giftig. Und dadurch verursachte er diesen Verkehrsunfall. Das Ganze an sich ist erstmal ein, für uns erstmal normaler Verkehrsunfall. Der Kriminalfall, der sich danach entspannen wird, hier getrennt bearbeitet werden. Im Krankenhaus erholte sich Sabrinas Bruder dank des richtigen Gegengifts von dem gefährlichen Spinnenbiss. Der 35-Jährige wusste nichts von der illegalen Ware in den Bananen und hat sich bei seiner Schwester aufrichtig entschuldigt. Dagegen wurde seine Kollegin wegen des Schmuggels von in Deutschland nicht zugelassenen Medikamenten zu einer Geldstrafe verurteilt und verlor zudem ihren Job.